Und mein erster Gast ist ein Mann, gegen den ist Klaus Kinski ein kleiner Kuschelbär. Er ist der wahre Zorn Gottes. Der Wutbürger aus der Heute-Show. Hier ist Deutschlands beliebtester Choleriker, Gernot Hassknecht. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wie sagte schon Albert Einstein, die Menschen nutzen nur 10% ihres Wutpotenzials. So ist es. Es soll Leute geben, die eine Dreiviertelstunde vor dem einzigen geöffneten Schalter im Postamt anstehen und nicht durchdrehen. Ja, das ist schlimm, so etwas. Und ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, diesen armen Seelen zu helfen mit meinem Programm, das Hassknecht-Prinzip. Wenn ich mit ihnen fertig bin, da können sie sich sogar aufregen, wenn sie der einzige Kunde im Postamt sind, zwischen 6 geöffneten Schaltern wählen können und mit einem freundlichen Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen, begrüßt werden. Merke, jeder Tag ohne cholerischen Ausraster ist ein verlorener Tag. Und wie schafft man den Schritt vom ganz normalen Amateur-Aufreger hin zum Profi-Choleriker? Und da sage ich Ihnen, Training, Training, Training. Regen Sie sich schon über Kleinigkeiten auf. Drücken Sie Ihre Gefühle klar aus. Tauschen Sie das alltägliche Guten Tag gegen ein herzerfrischendes Was klotzt denn du so blöd, du Penner? Besuchen Sie den Deutschen Bundestag und pöbeln Sie von der Besuchertribüne so lange runter, bis der Sicherheitsdienst Sie verhaftet. Gehen Sie in den Park, schreien Sie Hundebesitzer an. Ey, nimm gefälligst deinen scheiß Köter an die Leine, du Arschloch! Und die Tretmine, die er hinterlassen hat, kannst du ihm auch gleich wieder hinten reinschieben. Der Straßenverkehr ist eine wunderbare Spielwiese, wo man das Hassknecht-Prinzip einfach mal so zwanglos ausüben kann. Übrigens eine interessante Sache am Rande. Egal, welche Regierung gerade am Ruder ist, der größte Loser wird immer Verkehrsminister. Ja, das sind so Typen, für die man ums Verrecken keinen richtigen Job findet. Die sind auch direkt nach ihrer Amtszeit wieder verloren. Oder kennen Sie noch Matthias Wissmann oder Wolfgang Tiefensee? Kennen Sie noch? Ja, da, bitte, das können genauso gut auch alte Verlierer von Deutschland sucht den Superstar sein. Oder bitte, was glauben Sie denn, warum Peter Ramsauer Verkehrsminister geworden ist? Was glauben Sie denn? Weil niemand im Deutschen Bundestag aufgesprungen ist und geschrien hat, das kann der doch gar nicht! Der kann gar nichts! Sehen Sie, das ist mein Sport, nicht? Das Aufregen, was treiben Sie denn so für einen Sport? Sie sind bestimmt Mitglied in einem Fitnessclub. Ja? Da habe ich nur eine Frage, warum gehen Sie da eigentlich nie hin? Nein, war nur Spaß. War nur Spaß. Ich selbst habe eine gesunde Abneigung gegen Sport. Nur gegen den Selbstgemachten, nicht gegen den im Fernsehen. Im Fernsehen liebe ich Sport. Aber bitte, warum sollte ich selbst Sport machen? Nur um gesünder zu sterben? Am Ende noch in einem dieser Jogginganzüge, die im Grunde genommen nur noch hergestellt werden, damit die Menschen im RTL-Nachmittagsprogramm nicht nackt rumlaufen müssen. In Sportklamotten sieht der Mensch albern aus, weil immer Leute drinstecken, die gerade erst angefangen haben, Sport zu treiben. Entsprechend sehen sie aus wie Michelin-Männchen. Nur in Fett. Nein, ich treibe keinen Sport. Ich treib am besten noch in so einem arschteuren Fitnessstudio auf einem Laufband. Laufbänder! Wer hat die Scheiße denn erfunden? Drinnen dafür zu bezahlen, damit man einem Fernseher hinterherläuft wie ein Esel der Möhre, anstatt draußen umsonst zu joggen? Das...
Das machen nur Idioten und meine Frau Renate. Aber da gibt's eine Schnittstelle. Da läuft man so auf so einer rollenden Gummimatte. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ja, stellen Sie sich vor, Ihr Arzt hätte zu Ihnen gesagt, passen Sie auf, Sie stellen sich dreimal die Woche auf so eine rollende Gummimatte und dann laufen Sie, bis Sie japsen, bis Ihre Herzklappen um Gnade flehen und dazu hören Sie Musik in der Lautstärke eines startenden Flugzeuges. Das ist gut für Sie, das ist gesund. Am Arsch ist das gesund! Das Einzige, was hilft, gesund zu bleiben, ist, nicht krank zu werden! Oh, jetzt höre ich aber einige. Ja, was soll ich denn sonst machen, um schlank zu bleiben, wenn schon kein Sport? Dann sage ich Ihnen, weniger fressen. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wer will denn schon schlank sein, ne? Und warum? Nur um anderen Schlanken zu gefallen? Na, die sind langweilig, die essen Salat und trinken Schorle, neuerdings sogar Rhabarberschorle. Niemand trinkt Rhabarber! Rhabarber reißt man raus und schmeißt ihn weg! Diese Schlanken, die rennen wie irre 40 Jahre durch den Wald, nur um am Ende in einen kleineren Sarg zu passen. Diese eitlen Säcke. Ich jedenfalls werde ein Festmahl für die Würmer werden. Die werden einen Feiertag nach mir benennen, die Würmer. So, jetzt brauche ich einen Steak. Gernot Hassknecht. Sag mal, Gernot, wenn ich, gib mir mal ein paar Tipps, wenn ich direkt nach dem Aufstehen schon total schlechte Laune habe, was kann ich dafür tun, dass es auch bis zum Abend so bleibt? Oh. Ja, da habe ich eine wunderbare kleine Übung. Das können wir mal zusammen machen. Mhm. Die Augen ganz weit aufreißen. Die Farbe Rot vorstellen, hast du das? Ja. Mhm. So, und jetzt wird er warm. Und jetzt, ganz wichtig, hektisch atmen. Richtig schnaufen. Und jetzt spürst du, wie das Wutchakra aus dir herausbricht. Ha! Ja, ist ausbaufähig. Ja. Aber wenn du das jeden Morgen 5 bis 10 Minuten machst, ist der ganze Tag eine einzige Kette an Provokationen. Glaub's mir. Oje, oje. Sag mal, sind, ein ganz anderes Thema, sind Choleriker die besseren Liebhaber? Auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Es gibt immer mehr Frauen, die wollen beim Sex angeschrien werden. Ach, ganz ich klar. Idiot, ich habe immer rumgeflüstert. Die Ehe. Sinnloses Leiden oder verdiente Strafe für alle, die sich darauf eingelassen haben? Nein, keines von beiden. Nein, als Profi-Choleriker solltest du verheiratet sein. Ja, Frauen sind immer eine gute Grundlage für einen gesunden Bluthochdruck. Absolut. Mit meiner Frau Renate, wie ich sie auch liebevoll nenne, Fass ohne Hoden. Mit ihr verbindet mich seit vielen Jahren eine konstruktive Hassliebe. Also heiraten. Fass ohne Hoden, ich fass es nicht. Ist mal eine ganz andere Frage, ja. Unverfänglich. Wenn Amerika unser Freund ist, wie definiert man dann einen Feind? Ja, also ich würde sagen, Feinde sind berechenbarer als Freunde. Gernot Hassknecht, mein Freund. Dankeschön.